Wer war das? Und noch einer. Jetzt hab ich dich, Arschloch. Ich hab was gesehen.
Vorsicht! Der Letzte. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben.
Hier ist die Luke. Ha, wusste ich doch. Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Was haben wir denn hier? Wie baue ich eine? Okay.
Hirsch auf der Straße. Vor 2 Jahren wärst du platt gemacht worden. Noch nicht.
wirst du brennen! Drifter habt ihr heute schon gekillt, ha? Ja, das. Warte, halt durch, ich komme. Hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Wo? Ich geh hin! Ah, beim Diamond Lake ist ein Milizlager. Frag dort nach Corey. Danke, vielen Dank. Ich dachte, ich würde da drin draufgehen. Sag ihnen, es war Dieke. Ich kenne ihn. Beide in die Hauptstadt, nicht anhalten.
Nein, nein. Bitte dorthin. Danke. Corporal St. John. Hier spricht Dr. Jimenez. St. John? Hey, Doc. Hier ist Deacon. Was kann ich für dich tun? Oh, St. John. Gut. Du musst zur Krankenstation kommen. Stimmt was nicht? Brauchst du irgendwas? Nein, nein. Nichts dergleichen. Ich will mir deinen Arm ansehen. Meinem Arm? Mein Arm ist okay, Doc. So eine Verbrennung von einem Holzofen ist keine Kleinigkeit. Willst du eine Infektion? Du kommst hierher. Das ist ein Befehl. Okay, Doc. Na gut, schön. Schön, wie du meinst. St. John Ende. St. John, hier spricht Captain Curry. Kommen. Ja, Captain. Ich höre. Ich wollte nur sagen, dass der Colonel jeden Morgen eine Ansprache hält. Bei Sonnenaufgang. Am Sammelpunkt. Wo sie vereidigt wurden. Ja, Sir. Es ist zwar nichts Offizielles, aber von Soldaten wird die Teilnahme erwartet. Verstanden, Sir. Curry, Ende. Na toll. Ein Kommandant, der sich selbst gern reden hört. Das kann ja heiter werden. Das ist gut. Ja, ein Nero-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. Deacon, hörst du mich? Deacon. Ich höre dich. Wir zwei haben einiges zu besprechen. Ma'am? Das ist ein privater Kanal. Deke? Okay. Du sollst wissen, dass es mir ernst war. Ich möchte, dass du bleibst und uns hier hilfst. Das Ganze ist sicher nicht leicht für dich, hier bei uns zu sein. Hey, wo soll ich denn sonst hingehen? Und wenn ich abhaue, dann muss ich Ihnen diesen coolen Hut zurückgeben. Ehrlich gesagt, hänge ich langsam an dem. Echt jetzt? Das glaube ich dir. Ich muss dann jetzt zurück an die Arbeit. Die Hefekultur hat sich schneller vermehrt als erwartet. Okay, hit mir was von dem viralen Protein auf. Hier draußen kriegt man echt Hunger. Mach ich. Lieutenant Whittaker, Ende. Ich fühle mich schon viel stärker. John, hier spricht Captain Curry. Kommen. Ja, Captain, ich höre. Ich wollte nur sagen, dass der Colonel jeden Morgen eine Ansprache hält. Bei Sonnenaufgang. Am Sammelpunkt. Sie vereidigt wurden. Ja, Sir. Es ist zwar nichts Offizielles, aber von Soldaten wird die Teilnahme erwartet. Verstanden, Sir. Curry, Ende. Na toll. Ein Kommandant, der sich selbst gern reden hört. Das kann ja heiter. Ich höre dich. Wir zwei haben einiges zu besprechen.
Ma'am? Es ist ein privater Kanal. Ding. Okay. Du sollst wissen, dass es mir ernst war. Ich möchte, dass du bleibst und uns hier hilfst. Das Ganze ist sicher nicht leicht für dich, hier bei uns zu sein. Hey, wo soll ich denn sonst hingehen? Und wenn ich abhau, dann muss ich Ihnen diesen coolen Hut zurückgeben. Ehrlich gesagt, hänge ich langsam an dem. Echt jetzt? Das glaube ich dir. Gut, ich muss dann jetzt zurück an die Arbeit. Die Hefekultur hat sich schneller vermehrt als erwartet. Okay, heb mir was von dem viralen Protein auf. Hier draußen kriegt man echt Hunger. Mach ich. Lieutenant Whittaker, Ende. Ein Mikrorekorder. Mal sehen. Ja, ein Neuroinjektor. Oh, geiles Zeug. Mister. Hey, lass mich rein! Corporal! Hey, Mann! Hey, Sarge. Okay, alles klar. Corporal, bis bald, Mann. Hey, Corporal, was läuft denn so? Sergeant. Komm schon, Mann. Bis dann, Corporal. Hey, schläfst du auch immer mit Knall? Hallo, Corporal. Hallo, Sarge. Okay, ein Ohr. Gut. Bis dann, Sergeant. Seit kamen viele neue Rekruten zu uns. Seid willkommen. Uns ist egal, welche Hautfarbe ihr habt. Uns ist egal, aus welchem Land ihr kommt. Uns ist egal, ob ihr Mann oder Frau seid. Uns ist egal, ob ihr schwul oder lesbisch seid, bisexuell oder transgender. Das könnt ihr nicht kontrollieren. Diese Dinge stammen von Gott. Daran glauben wir. Was wir ächten, sind Lügner, Diebe, Vergewaltiger, Mörder, Hurenböcke, Ehebrecher, Betrüger, Junkies, Verbrecher jedweder Art. In diesem oder im alten Leben. Wie ihr euch verhaltet, ob euer Handeln Gott gefällt, das habt ihr selbst in eurer Hand. Jeder Soldat und Offizier, der sich eines Vergehens schuldig macht, wie klein es auch sei,
wird genau hier an diesen Ort gebracht und am Hals aufgeknöpft, bis der Tod eintritt. Manchem von euch mag das grausam erscheinen, doch ich verspreche euch, die hier verhängten Strafen sind reine Barmherzigkeit im Vergleich zu dem, was Gott dort draußen vor diesen Mauern über die Welt bringt. Niemand hier ist perfekt. Wir erwarten keine Perfektion. Was wir erwarten, ist Gehorsam, Ordnung und Disziplin. Haltet euch daran, dann ist der Sieg unser. Weggetreten. Hey, Doc. Komm rein. Siéntese. Nimm Platz. Nimm Platz. Mhm. Mal sehen. Und? Bei welchem Club warst du damals? Keine Ahnung, was du meinst. No me mientes. Hör mal, Corporal. Ich habe 20 Jahre lang in East L.A. Bandas de Motoristas und andere Bandieros versorgt. Ich kenne das. Und das? Das da war kein Holzofen. Na schön. Halt es sauber. Es heilt von selbst. Gib eine dicke Narbe. Aber ich will, dass du in ein paar Tagen noch mal vorbeikommst. Mach ich. Schon komisch. Als die Stadt brannte und die Horden kamen, schlossen sich tief verfeindete Gruppen zusammen, um zu kämpfen. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Ganz egal. Verrückt, was es braucht, um Menschen zusammenzubringen, hm? Danke, Doc. St. John, komm! Taylor an Deacon St. John!